Hallo, einen wunderschönen Samstagmorgen wünsche ich dir. Mal gucken, ob mich hier so spontan jemand live erwischt. Ich komme gerade zurück von einem Spaziergang hier. Ups, durch die Weinberge. Heute Morgen regnet es auch nicht, im Gegensatz zu gestern, da hat es geregnet. Und ja, bevor wir jetzt gleich frühstücken, brunchen, habe ich einfach den Impuls, mal live zu gehen, weil ich bin in der letzten Zeit des Öfteren gefragt worden, wie hast du es geschafft, wirklich das Hamsterrad zu verlassen? Muss ich doch die Brille mal wieder anziehen, weil ich sehe, ich bin live schon entdeckt. Die Heike ist mit dabei. Liebe Heike, schenk mir doch gerne mal einen Daumen hoch, damit ich weiß, dass ich gut zu sehen, zu hören bin, dass der Ton auch stimmt. Ich habe mein Mikro hier leise, ich hoffe, es klappt. Schenk mir doch gerne mal einen Daumen hoch, wenn ich das weiß. Und hier nicht wertvolle Impulse. Hier teile und keiner hört mich. Und ihr müsst es mir von den Lippen ablesen. Passt? Sehr schön. Super. Danke. Genau. Also, wie ich es geschafft habe, das Hamsterrad zu verlassen. Ja, und in dem freien Leben letzten Endes anzukommen, für mich, für die Familie, für meine Liebsten, für meinen Mann, also für die Menschen, die ich einfach mit im Boot haben wollte. Bei mir war es ja damals so, dass die Kinder noch klein waren. Öffentlicher Dienst. Um 7 Uhr durfte ich am Schreibtisch hocken. Also ich hatte zwar Kleinzeit, bis 8:30 oder so musste ich da sein. Aber damit ich mittags einfach ganz, ganz früh wieder das Arbeitshaus, wie unsere Kinder das Büro immer genannt haben, verlassen konnte, war es mir einfach lieb, morgens gleich um 7 Uhr da sein und dann zum frühestmöglichen Zeitpunkt mit auf Litter zu gehen. Genau, die Kinder waren klein. Mein Mann war beruflich viel unterwegs. Das heißt, Job, Haushalt, Kinder und was da einfach so dazugehört, durfte alles irgendwie gemanagt werden. Was mir klar war, ist, dass ich rauskommen wollte, so aus dem Funktionieren. Vielleicht kennst du so das Gefühl, wie das bei mir früher mal war, dass ich morgens aufgewacht bin und gedacht habe, nur ja nicht denken, was heute alles erledigt und gewuppt werden will, einfach nur machen, einfach nur funktionieren. Und da wollte ich raus. Ich habe mich auch gefragt, wenn ich andere da draußen beobachtet hatte, wie machen die das? Ich wollte auch frei auf der Welt unterwegs sein, so wie wir es jetzt ja auch haben. Basis ist Zypern. Wir sind jetzt gerade in Deutschland seit Donnerstagabend. Hier einen wunderschönen Ort von Weinbergen umgeben, weil wir ja hier auch eine familiäre Feier jetzt haben am Wochenende. Und also mit anderen Worten, ich wollte mich genauso wie das jetzt Realität ist, dort auf der Welt aufhalten, wo es uns gerade gefällt. Und frei sein. Und mir vor allem um Geld keine Sorgen machen. Ich habe im öffentlichen Dienst gut verdient, außer Frage, aber trotzdem, wenn irgendetwas anstand, wie jetzt einen Flug zu buchen oder sonst was, ich muss da natürlich oder wir mussten immer gucken, ja, wie kriegen wir das Geld zusammen. Und oftmals ist es auch daran gescheitert, dass ich mir die Geschichte erzählt habe, dafür haben wir kein Geld, das funktioniert nicht, ja. Und ich wollte auch den Kindern die Welt zeigen, auch eines meiner Wünsche. Mein Mann und ich in unserem ganz früheren Leben hatten mal eine Einladung auch auf dem Kreuzfahrtschiff, wo wir zu zweit, also die Kinder konnten wir damals nicht mitnehmen, wir waren da eingeladen. Das war zum Beispiel etwas, was ich unseren Kindern auch ermöglichen wollte, einfach mal auch mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs zu sein. Naja, auf jeden Fall war mir klar, ich will da raus. Ich wusste diese Dinge in verschiedenen Bereichen, zu denen meine Seele mir auch Botschaften ganz klar geschickt hatte, auf der körperlichen Ebene in Form von vielen verschiedenen Varianten,
Rückenschmerzen, Magenschmerzen, Schulternackenproblemen, Augenproblemen, Neurodermitis, also nie alles auf einmal, sondern immer so ein bisschen abwechselnd. Und da darfst du gleich schon mal hinschauen, hinlauschen, radikal ehrlich zu dir selbst sein. Das ist der erste Punkt, den du schon mal mitnehmen kannst aus meinem Live jetzt heute hier. Werde dir klar drüber, über die Dinge, die du so nicht mehr haben möchtest. Schreib das auf ein Blatt Papier, auf die eine Seite, und auf die andere Seite des Blattes schreibst du auf, wie hättest du es gerne? Was ist das Gegenteil von dem? Falls es dir schwerfällt, dass du, so wie ich früher auch gesagt habe, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ich will. Oder wie mein damaliger Mentor gesagt hat, jetzt fang doch mal an, groß zu träumen. Habe ich immer gedacht, was heißt groß träumen? Ich bin ja schon zufrieden mit so ein bisschen mehr. Wie soll ich denn jetzt noch anfangen, groß zu träumen? Und habe mir so Geschichten erzählt, dass man verschiedene Dinge gar nicht braucht oder tralala, tralala, egal. Du hast deine eigenen Geschichten da wahrscheinlich im Kopf. Warum? Weil ich ganz viele ungute Verknüpfungen hatte zum lieben Thema Geld. So viel Geld braucht es ja nicht. Das brauche ich nicht und, und. Das Ding ist aber, das jetzt mal noch zwischendrin hier eingeworfen, bevor ich jetzt zu ausschweifend werde. Wir wissen doch, dass alles eine Form von Energie ist. Auch wir sind Energiewesen. Auch das, was wir als Materie hier sehen, um uns herum, als feste Materie, ist alles eine Form von Energie, ist verdichtete Energie. Und auch Geld ist ja nichts anderes als Energie. Geld ist bedrucktes Papier, nichts anderes. Geld ist bedrucktes Papier. Münzen sind bedrucktes Metall, nichts anderes. Dass der Geldwertevorteil, der Goldausgleich dem gegenüberstehen sollte, ein anderes Thema, stimmt ja schon lange nicht mehr, ja? Und wenn wir jetzt unter dem Aspekt mal ein kleines Spielchen machen, Geld ist gleich Energie und wir sagen, das brauche ich ja nicht. Wenn wir Geld ersetzen mit Energie, würden wir sagen, die Energie brauche ich nicht. Du merkst schon, das ist eigentlich lächerlich zu sagen, so viel Energie brauche ich nicht. Wir kommen ja nicht auf die Idee zu sagen, so viel Sauerstoffenergie brauche ich nicht. Als wir heute Morgen hier rausgekommen sind, also gestern, muss ich sagen, habe ich ganz, ganz arg gefroren, war mal auf dem Weihnachtsmarkt. Ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal so gefroren habe, trotzdem ich einfach auch warm an war, warme Kleidung an hatte. Aber mein Organismus, mein System ist diese Temperaturen schon lange nicht mehr gewöhnt, deshalb durfte ich da gestern mal ganz schön, mich an die Temperatur gewöhnen. Aber heute Morgen, als wir rausgegangen sind, ich habe so tief durchgeatmet, ich habe das genossen, auch so ein bisschen diese Waldenergie hier. So sehr ich Sonne, Strand, Palmen liebe und mich auch wieder freue, nächste Woche in der Sonne am Strand zu sein, aber so sehr liebe ich das jetzt hier auch. Da würde ich ja nicht sagen, so viel Sauerstoff, so viel Energie brauche ich nicht. Kommt keiner von uns auf die Idee. Also auch noch ein ganz wichtiger, wertvoller Aspekt für dich. Falls du dir bis eben die Geschichte erzählst, so viel Geld braucht man nicht, das braucht man nicht. Tausch einfach mal das Geld gegen Energie aus. Das Wörtchen Geld gegen Energie. Und dann wirst du dir selbst auf die Schliche kommen, wo du dir ganz viele Geschichten erzählst. Aber darum soll es jetzt nicht gehen um Geld, sondern um die Antwort zur Frage, wie ich das geschafft habe. Ich bin mir also so klar drüber geworden, wie hätte ich es wirklich gerne. Und wenn da solche Dinge kamen, wie ich will frei auf der Welt unterwegs sein, ich hätte auch gerne meine Liebsten mit im Boot, sprich meinen Mann und die Kinder, dann hat mein Kopf mir natürlich auch gesagt, wie soll das gehen, wird er seinen Beruf nicht aufgeben, ich werde auch nicht aus dem öffentlichen Dienst rausgehen, ist ja eine sichere Stelle, bla 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 bla. Diese ganzen Geschichten kamen da auch vorbei spaziert. Aber es hatte ja seinen Grund, warum ich aufgeschrieben habe, ich will frei auf der Welt unterwegs sein. Und dem gilt es erstmal überhaupt zu folgen. Der zweite Aspekt ist dann, auch unter dem Aspekt, dass wir Energiewesen sind, dass ich jeden Tag instinktiv dafür gesorgt habe, dass ich mein ganzes Sein auf Spur gebracht habe, auf diese energetische Spur, wo es hingehen durfte. Und zwar dahingehend, dass morgens, also unsere Kinder, als die später in eine weiterführende Schule gegangen sind, um 6:30 haben die das Haus verlassen.
Damit morgens eine entspannte Atmosphäre da ist, war 5:30 Wecken angesagt. Nicht unter dem Aspekt Viertelstunde, bevor der Bus dann fährt, schnell, 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 sondern das war mir irgendwie wichtig, dass morgens eine ruhige Atmosphäre da ist, dass wir entspannt in den Tag starten, also 6:30 war Wecken angesagt. Und damit ich mich vorher schon in eine entsprechende Energie, die es auch dazu brauchte, auch für den ganzen Tag bringen konnte, ist mein Wecker viele, viele Jahre um 4:15 morgens gegangen. Viertelstunde bisschen räkeln und strecken im Bett, bisschen Ohrläppchen massieren, um die Meridiane zu stimulieren, um da schon mal den Energiefluss zu aktivieren, in den Tag einzuchecken und dann das Bett zu verlassen um 4:30, um mich irgendwo hinzuhocken, beziehungsweise mich zurückzuziehen und eine Stunde verschiedene Dinge, die ich da gemacht habe. Für mich hatte von 4:30 bis 5:30, um mich eine gute Energie zu versetzen, damit ich diesen Fokus halten konnte, damit ich weiter auf Spur bleiben konnte. Verstehst du, was ich meine? Ich sage jetzt nicht, dass du das machen musst. So. Aber wenn ich zurückblicke und jetzt nochmal in der Situation wäre, also jetzt stehe ich morgens auf, wenn mein innerer Wecker weckt, ja? Nicht, weil irgendein Wecker weckt. Aber wenn ich jetzt nochmal in der Situation wäre, rückblickend, und es Dinge in meinem Leben gäbe, beruflich, gesundheitlich, privat, familiär, die nicht so sind, wie ich es gerne hätte, ich würde immer mir die Frage stellen, wie kann ich jetzt mein Energiesystem auf Spur bringen und wenn dazu gehören würde, morgens wieder um 4:15 den Wecker zu stellen, um 4:30 dann letzten Endes nach so einer Viertelstunde gewisse Rituale schon im Liegen, im Bett zu machen, um in den Tag einzuchecken. Wie im Hotelzimmer, wenn ich in ein Hotel gehe, checke ich ja auch ein. So können wir jeden Tag auf ein neues in den Tag einchecken, um da Zeit für mich zu haben. Um erstmal zu schauen, dass ich mich um mich selbst kümmere. Weil letzten Endes, guck mal, du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Du darfst erstmal schauen, dass es dir gut geht, weil du willst ja ein Energiespender sein für andere. Du willst ja was auch immer, dass es deinen Liebsten gut geht, deinem Mann, deinen Kindern, dass es dir gut geht, was auch immer, du kannst ja nur Energie weiterfließen lassen, wenn du dafür sorgst, dass es dir gut geht. Deshalb, ich würde nach wie vor heute schauen, was bringt mich morgens in eine gute Energie, sodass ich auf Spur bleibe, mache ich ja nach wie vor, jetzt auf meine Art und Weise. Nur, dass morgens immer um 4:15 der Wecker geht. Aber wenn das notwendig wäre, weil mein Tagesablauf einfach so wäre, dann würde ich das nach wie vor machen. Nach wie vor. Das ist eine ganz wichtige Basis, dass du schaust, was schenkt dir Energie. Und da gehört ganz viel dazu, nicht nur Meditation, sondern auch Bewegung. Du kennst es vielleicht, vielleicht hast du schon mal Sport getrieben und warum auch immer, was Joggen, Laufen, Radfahren, Wandern oder was. Bist du da schon mal zurückgekommen von deinem Sport und hast gesagt, wow, ich fühle mich jetzt schlecht? Nein, du bist zurückgekommen, hast dich gut gefühlt. Du hast Energie getankt, Bewegung, wir haben ja einen Bewegungsapparat, wir sitzen nur viel zu sehr. Und dann staut sich Energie natürlich an, Energie will fließen. Wissen wir auch aus der Quantenphysik, wissen wir, Energie will immer fließen, Energie und somit letzten Endes unsere Lebensenergie darf nie ins Stocken geraten. Und es funktioniert einfach nur auf dem Weg, dass du dich fragst, was schenkt mir jetzt Energie, was raubt mir Energie, bei mir war es unter anderem auch 8 Stunden am Arbeitsplatz zu hocken, keinen wirklichen Sinn mehr darin zu sehen, dass die Dinge zu machen. Die haben mir mehr Energie geraubt, als sie mir geschenkt hatten. Ich habe mich lange nicht getraut, da radikal ehrlich zu mir zu sein, bis ich tatsächlich dann auch irgendwann mal am Nachmittag mit dem Auto an der Leitplanke hing, weil ich einen Sekundenschlaf hatte. Gott sei Dank ist nicht mehr passiert. Aber auf diese Art und Weise hat das Universum klar mit mir gesprochen. Es wird Zeit, dass ich was verändere. Und letzten Endes, wenn ich diese Geschichte so auch im internen Bereich
erzähle, da höre ich so oft, wow, so früh morgens aufstehen, ich stehe doch schon so früh auf. Und dann noch früher aufstehen, um. Ja, es gehört aber für eine Weile dazu. Es ist einfach eine Maßnahme, dass du dich in eine gute Energie versetzt. Es ist wie das Benzin, wie der Treibstoff in deinem Auto, wenn du von A nach B fahren willst, dann kannst du nicht losfahren, wenn du nur 10 Liter Benzin im Auto hast oder wenn du gar kein Benzin mehr drin hast. Und ja, wenn wir dann natürlich auch schon mal auf dem Punkt sind, wo wir schon sagen, wow, ich fühle mich eh schon energielos, dann ist die rote Leuchte in deinem System erst recht an und um die dann auf Orange und letzten Endes auf Grün zu stellen, da musst du einfach mal schauen, was bringt mir jetzt Energie und mehr davon machen, das in deinen Tag integrieren. Und damit du tagsüber auch in der Richtung energetisch auf Spur bist, ja, wie soll das funktionieren, wenn wir morgens aufstehen und in den Tag einfach reinfallen und nichts für uns machen, nicht erstmal schauen, dass es uns gut geht, nicht uns erstmal um uns selbst kümmern. Das kann nur auf dem Weg funktionieren. Das heißt, letzten Endes ist es ja nur irgendein Geschwätz im Kopf, das uns erzählt, wie es das mir ja auch damals erzählen wollte, du kannst doch nicht jeden Morgen um 3:45 aufstehen, um eine gute Stunde für dich morgens zu haben. Das war ja nur eine interessante Geschichte. Ich habe so viel Kraft und Energie daraus geschöpft und das hat mich letzten Endes mehr und mehr in diese Richtung gebracht. Wirklich in dem freien Leben anzukommen, wo dann die Reise hingegangen ist. Und jetzt, wir sind ja nicht am Ende unserer Reise. Ende unserer Reise in unserem Dasein hier, in unserem Körper ist, wenn wir uns am Tag X dazu entscheiden, unseren Körper zu verlassen. Und dann wollte ich auch zurückblicken, das war auch ein wichtiger Satz, gebe ich dir auch gern mit auf den Weg. Es hat zwar ein paar Jährchen gedauert, aber ich habe die Kurve noch gekriegt. War ein ganz wichtiger Satz, der mir so bewusst geworden ist, vor allem als ich am Sterbebett von meinem Papa saß. Und ich gedacht habe, was wird er mir jetzt sagen, wenn er noch reden könnte? Also du merkst, es geht auch darum, dass du radikal ehrlich zu dir bist, dass du dir klar drüber bist, wie willst du es selbst wirklich gerne haben und dass du dich dann auch in die Richtung auch energetisch bewegst, indem wir weiter in unserem Körper sitzen bleiben, die Energie angestaut ist, die Lebensenergie gestaut ist, läuft das Fass ja letzten Endes noch mehr über und die Seele wird noch kreativer und schickt noch mehr körperliche Botschaften. Ergibt irgendwie Sinn, oder? Und wenn wir dann mal noch einen ganz kleinen Ausflug, nur in einem Satz, ich möchte da jetzt in den Detail drauf eingehen, da könnte ich mich immer reinsteigern in dieses Thema, weil es einer meiner größten Challenges war, dass wir uns davon lösen, und deshalb ist dieses Wortspiel so schön, Geld gleich Energie, wo wir uns oft Geschichten erzählen, das brauche ich nicht, weil zu teuer oder was auch immer. Als kleines Kind hattest du keinerlei Bewertungen und keinerlei Verknüpfungen zum lieben Thema Geld. Das ist der Grund auch, warum wir als Kinder zum Leidwesen von den Eltern, das war bei mir nicht anders mit unseren Kindern, wo ich gedacht habe, muss das jetzt das teuerste Playmobil-Angebot hier sein? Muss das jetzt das teuerste, keine Ahnung was sein? Das ist der Grund, warum du und auch deine Kinder, wenn du zurückblickst, wenn du Kinder hast oder Kinder überhaupt, das Schönste, das Allerbeste auch haben wollen. Das schönste Pferd, das schönste Playmobil, die schönste Barbie, die schönsten Kleider für die Barbie und. Erstens, weil wir als Kinder noch keine oder Kinder überhaupt keine Verknüpfungen zum Geld hatten. Wir wollten das einfach haben, weil. Und wir sind instinktiv unserer Energie gefolgt. Das hat sich einfach am schönsten angefühlt und angeschaut. Das war am schönsten anzuschauen und deshalb wollten wir es. Wir hatten keine Verknüpfung darüber. Wir geben uns mit weniger zufrieden, weil, keine Ahnung, irgendwelche Alternativen zu Playmobil.
weiß jetzt nicht, will auch keine Firmennamen hier weiter nennen, du weißt, was ich meine. Wir hatten keine Verknüpfung daran. Das sind alles interessante Ansichten, die wir im Laufe unseres Heranwachsens aufgenommen haben vom Umfeld. Und davon dürfen wir uns lösen. Und dann ist alles auch für dich möglich. Du darfst nur gehen. Du darfst nur mal die Schranke aufmachen. Du darfst auch dich mal dafür entscheiden, wirklich dir Unterstützung zu holen. Das Wertvollste, was ich bis heute an meiner Seite habe, Mentoren in verschiedenen Bereichen, wo ich einfach weiterkommen möchte, die dort sind, wo ich hin will. Ganz klar, ich will mehr körperliche Fitness. Ich sage zwar immer, Kinder werden älter, ich werde jünger, aber vom Passalter her ist es halt de facto anders. Also will ich fit bleiben, also habe ich da jemanden an meiner Seite, die mir hilft, fit zu bleiben, die mir mit Anleitungen zweimal in der Woche zur Seite steht und mir zeigt, auf meinen Körper abgestimmt und zwar immer Next Level auch erreichen. Das würde ich ja alleine machen. Und so ist es auch mit den weiteren Zielen, die wir ja auch für die nächsten Jahre haben, die ich mir ja auch gesteckt habe. Da habe ich Menschen an meiner Seite, die dort sind, wo die Reise hingehen darf. Nur die können mir ja den Weg zeigen. Alleine geht's nicht. Ja? Und das würde ich dir bitte auch mal noch mal gerne ans Herz legen. Du darfst es dir wert sein, dir Hilfe zu holen von jemandem, die dort ist, wo du hin möchtest. Und du weißt ja ganz genau, dass ich dich dabei begleiten kann. Warum? Weil ich diesen Weg schon gegangen bin. Erster Aspekt, zweiter Aspekt, weil es seinen Sinn hat, dass das Universum dich zu mir geführt hat und du genau jetzt meinen Worten lauschst. Und wenn du die Verknüpfung mal lösen würdest, dass du dir es bis eben nicht wert bist, in dich auch finanziell zu investieren oder dir die Geschichte noch erzählst, so viel Geld habe ich nicht. Wenn du das allein mal austauschst, so viel Energie habe ich nicht oder so viel Energie möchte ich jetzt nicht aufbringen. Sei mal radikal ehrlich zu dir, ist das wahr oder ist es nur die Verknüpfung zum Geld? Und wie schnell würde sich alles in den Bereichen in deinem Leben ändern, wenn du diese Schranke mal aufmachst und es dir wert bist, wirklich wert bist, mal in die andere Richtung zu gehen. Und du weißt, wo du dich anmelden kannst, du weißt, wie du auch erstmal ein Gespräch buchen kannst, um mal erstmal hinzuschauen, welches Programm, in welcher Dauer, ist es 1:1, ist es vor Ort, ist es online, was auch immer da das Richtige für dich ist. Du darfst nur endlich dich mal entscheiden, okay? Also, das ist die Antwort auf die Frage, wie habe ich es geschafft, da von A nach B zu kommen und wie kannst du es auch schaffen und wie wirst du es schaffen, wenn du dich dafür entscheidest. In diesem Sinne, ganz liebe Umarmung, hab noch einen schönen Tag und sei radikal ehrlich zu dir selbst und trau dich. Alles Weitere machen wir gemeinsam. Bis dahin. Ciao, ciao.